Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich freue mich, Es wird ganz aufregend heute. Ich bin sehr glücklich. Ich muss euch kurz ein bisschen abholen, weil es ein bisschen verwirrend ist, glaube ich. Heute geht es für uns nach Amsterdam. Ich bin bereit, ich nehme euch mit und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich bin mal gespannt. Ich habe nämlich eben ein TikTok gesehen, wo jemand mir diese Kamera erklärt hat. Das ist ja, ich zeige sie euch. Ist jetzt ein bisschen Inception. Diese Kamera, seht ihr sie? Super cooles Ding, aber ich habe sie nie richtig eingestellt und ich musste am Computer dann mal nachstellen. Das hat mir immer nicht so gefallen. Passt auf, heute geht es nach Amsterdam. Wir sind dort mit einer ganz spannenden Brand. Ich habe die Marke vor, ich glaube, einem Jahr das erste Mal gesehen und fand das ganz spannend. Es gab sie aber nicht in Deutschland oder in Europa generell. Und ich hatte mir mein Produkt aus Amerika bestellen lassen bzw. mitbringen lassen. Ich fand das ganz gut und jetzt kommt die Marke endlich nach Deutschland. Das Video ist nicht Teil einer Kooperation oder so. Ich nehme euch aber einfach nur mit, weil ich liebe es, wenn ich in Vlogs etwas zeigen kann. So, und ich habe mit der Marke vor ein paar Monaten das erste Mal gesprochen. Die haben mich gefragt, hey, kennst du schon ein paar Produkte von uns? Willst du mal ein paar austesten? Und ich habe euch ja auch da schon ein bisschen mitgenommen in den Tests der Produkte. Und ich fand die ziemlich gut. Gerade das Serum hat mir super gut gefallen oder das Body Oil. Kommen wir aber später dazu, darum soll es jetzt gar nicht unbedingt gehen. Und ich darf jetzt mit der Marke nach Amsterdam, denn dort findet die EADV statt. Das ist so ein Kongress für Dermatologinnen und Dermatologen, Hautpflegeexperten. Und ich darf dort etwas über Haut lernen. Und das finde ich ganz spannend, weil ich natürlich aus dem Make-up-Bereich komme und nie so wirklich etwas gelernt habe, was Skincare angeht. Und jetzt darf ich dorthin, um dann einfach zu schauen, wie funktionieren die Produkte? Was ist die Wissenschaft dahinter? Ich habe ein Interview mit einem Experten dort und es werden ganz, ganz viele tolle Sachen passieren. Und ich glaube, da bietet es sich an, eine kleine Vlogging-Cam mitzunehmen. Bevor wir zum Flughafen gehen, es ist jetzt 8.49 Uhr, ich habe noch ein Video drehen dürfen, sagen wir so. Es sollte eigentlich gestern früh kommen. Wir sind ja erst vorgestern aus unserem Urlaub gekommen. Das kam aber erst gestern Abend, deswegen habe ich das heute Morgen noch gedreht. Deswegen ist auch hier noch so ein bisschen Chaos ausgebrochen. Aber eine Sache wollte ich euch erzählen. Ich trinke im Moment jeden Morgen das hier. Ist ein bisschen schlotzig, aber ich vertrage das ganz gut. Eine Banane, eine grüne Banane, die darf noch nicht gelb sein. Ich mag nicht diesen Bananengeschmack. Ein paar gefrorene Erdbeeren, Proteinpulver und Kollagenpulver. Aber nicht, um meine Haut besser zu machen, weil das ist Quatsch. Sondern weil Kollagen ist ja auch ein Protein und das wird einfach nochmal gut vom Körper aufgenommen. Aber halt nicht für die Haut, sondern einfach für als Proteinquelle. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Ist alles von Rossmann. Schmeckt so ein bisschen vanillig-erdbeerig. So ein bisschen wie so ein McDonald's, wie heißt das? McSunday? Weiß ich nicht. Das ist jetzt mein Frühstück. Ich kann ja am Flughafen gleich noch ein bisschen was essen. Ich habe ja so eine Karte, da kann ich dann... Eigentlich gibt es an fast jedem Flughafen so eine Lounge, wo du mit einer Karte oder mit so einer Meilen... Karte da reinkommst. Ich habe halt eine Karte, da komme ich hier mit in die Lounges. In Berlin gibt es aber keinen Lounge. Da gibt es dann nur so einen Kaffee und da kannst du dir dann für, ich glaube, 23 Euro ein belegtes Brötchen und einen Kaffee holen oder so. Dann sind die 23 Euro auch aufgebraucht. Aber das ist gar nicht so schlecht. Das werde ich nutzen. Koffer muss ich packen. Ich habe völlig überpackt wieder, aber ich möchte ein bisschen die Zeit, falls ich Zeit habe, dort nutzen, um anderen Content zu drehen. Ich will euch ein paar Klamotten zeigen noch, aber nicht in diesem Video, sondern in einem anderen. Ich will einfach ein bisschen schönen Content machen. Ich habe richtig Lust. Der Urlaub tat uns super, super gut, muss ich sagen. Es war einfach schön, Zeit zusammen zu verbringen. Und es war vor allem auch einfach schön, mal nicht zu Hause zu sein. Hätte ich mir ein paar Tage zwischen dem Urlaub und der nächsten Reise gewünscht? Wahrscheinlich ja, aber ich liebe es, unterwegs zu sein. Wir packen uns jetzt ganz schnell ins Auto. Achso, weil ich gerade noch hier sitze. Ich habe schon das Licht ausgemacht. Ich habe neulich vom Urlaub, habe ich euch erzählt, habe ich bei Jux Beautyline bestellt. Und habe die Glow Foundation, Concealer, hier so eine Palette und so. Die ist so schön. Habe ich gekauft und ich glaube, ihr habt das Video noch nicht gesehen. Das kommt aber, weil ich immer ganz oft gefragt werde. Maxim, kannst du mal ein paar... Ich möchte mich so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, auch wieder so wie früher Marken zu unterstützen, die vielleicht in der jüngeren Generation nicht unbedingt im Aufmerksamkeit bekommen. Meine Zielgruppe auf YouTube ist aber mein Alter oder älter, ne? Also nicht die Jüngeren. Aber ich
möchte einfach so ein bisschen diversere Produkte testen. Gerade so kleine Unternehmen, Jets ist nicht mehr klein, aber kleinere Unternehmen zu unterstützen, finde ich ganz gut. Ich liebe die Foundation, ich liebe den Concealer, vor allen Dingen ist einer der besten Concealer. Aber dazu gibt es demnächst ein Video, ich glaube Anfang Oktober erst. Das ist auch so krass, wie schnell die Zeit vergangen ist, ne? Guck mal, wir sind jetzt schon seit fast 4 Monaten verheiratet, oder? Ja, 4 Monate, Wahnsinn. Ich kann in den nächsten Tagen mein Perso abholen. Es steht eigentlich zwar für heute drin, aber offensichtlich bin ich heute am Flughafen. Deswegen kann ich den Perso nicht abholen. Und dann kommt das Video, glaube ich, erst im Oktober. Ich glaube, die Kamera gefällt mir so ganz gut, oder? Ich bin übrigens so, so glücklich und so happy mit dem Hintergrund. Das Ding hier, das habe ich schon so lange. Das ist eigentlich total schön. Ich habe neulich, gesagt, das ist ein Steigbügel. Ist natürlich kein Steigbügel, das ist eine Tremse. I'm sorry. Aber das ist so schön. Ich habe das mal damals bei Best Secrets oder so geholt. Für meine alte Wohnung noch. Aber da hat das irgendwie nie hingepasst. Und dann stand es im Schrank. Und ich finde, hier passt das ganz gut zu diesen alten Bänkerlampen. Die habe ich bei Amazon gekauft. Hat meine Mama gefunden. Die ist ja eh unsere Schnäppchenmaus hier in der Community. Übrigens, da kann ich euch noch erzählen. Wenn ihr Angebote seht bei mir, ich habe ja so einen Broadcast-Channel bei Instagram, wo ich euch immer die besten Angebote bei Amazon zeige. Ich würde mal sagen, 85% der Angebote sind von meiner Mutter. Meine Mutter sucht euch die Angebote raus. Meine Mutter ist nämlich die Schnäppchenmaus in der Community. Und sie schaut immer, was es Neues gibt, schickt mir das dann und ich kann das dann in den Broadcast-Channel posten. Da ist sie wirklich, sie ist ja wirklich fuchsig. Sie findet da immer die besten Sachen. Also, wenn ihr Instagram habt, dann kommt gerne einmal zu dem Broadcast-Channel dazu. Denn ich habe gehört, dass bald schon wieder ein Amazon Prime Day ist. Und da gibt es ja immer krasse Angebote. Okay, genug gequatscht. Ich gehe jetzt hoch, Schminktasche einpacken. Und dann geht's zum Flughafen. Ihr fragt euch sicherlich, Maxim, wolltest du nicht eigentlich nach Amsterdam? Und ich sage, ja, das wollte ich. Erstmal hatten wir 2 Stunden Verspätung und irgendwas war ja schon mit dem Einchecken. Hat nicht geklappt, ne? Also irgendwie konnte ich nicht einchecken, beziehungsweise ich konnte dann einchecken, habe aber keine Bordkarte bekommen. Das war alles schon komisch, Und hatte ich so ein mulmiges Gefühl, hat dann irgendwann geklappt, es war ein Schalter offen. Irgendwann nach einer Stunde hatte ich dann auch mein Ticket, um überhaupt in den Flughafen reinzukommen. Und dann 2 Stunden Verspätung. Dachte, okay, nicht so schlimm. Ich hatte Zybia von Skin Meeting dabei, mit der bin ich ja ganz dick. Ne? Wir kennen uns schon ganz lange. Und das ist immer schön, wenn man nicht alleine bei so einer Reise ist. Ja, und dann hieß es, Flug gestrichen, bitte gehen Sie Ihre Koffer wieder abholen und tschüss. Und das Problem ist, ich habe den Flug ja nicht selber gebucht, sondern es hat eine Booking-Agentur gemacht und nicht die PR-Agentur, mit der ich zusammenarbeite und auch nicht die Marke. Das heißt, da waren viele, viele Leute dazwischen, die sich darum jetzt kümmern mussten. Und wenn alles gut geht, probieren wir es nachher nochmal. Also eventuell geht der Flieger dann um 18.50 Uhr. Ich warte jetzt gerade nochmal auf eine Rückmeldung. Habe jetzt aber noch keine genaue bekommen, wann der Flug geht und wie dann der Ablaufplan ist, weil das Programm heute Abend um 18 Uhr beginnt und das schaffen wir natürlich leider nicht mehr. Aber dann sind wir wenigstens morgen mit dabei. Sehr, sehr ärgerlich. Ich wäre nämlich heute total gerne schon mit dabei gewesen, weil das so eine coole Location war. Aber richtig problematisch war dann auch. Also, ich verquatsche mich manchmal so, ne? Problematisch war aber auch, dass ich habe so ein Parkticket gebucht, um ins Parkhaus zu kommen. Das ist ja immer übertrieben teuer. Also wirklich. Aber ich kriege hier halt nicht so einfach ein Taxi und gerade zu den Zeiten, zu ich fliege, ist. So. Und dann habe ich dieses Parkticket gebucht, kostet 124 Euro für 2 Nächte, 3 Tage ungefähr. Und ich hatte jetzt aber Angst, dass wenn ich jetzt rausfahre, ich heute Nachmittag nicht mehr reinfahren kann. Aber ich habe ja schon bezahlt, aber ich nehme ja die Leistung nicht wahr, dass ich bis übermorgen da bleibe. So, dann musste ich danach fragen und sie hat mir einen cleveren Hack gegeben. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Sie hat gesagt, sie fahren jetzt raus, ohne Karte, klingeln, sagen, dass ihr Flug gecancelt wurde. Das kann sie ja nachprüfen. Und dann fahren sie heute Abend einfach nochmal rein, ziehen sich eine neue Karte, die können sie aber wegwerfen und sie fahren mit ihrer Karte, die sie bezahlt haben, übermorgen wieder raus. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt. Ich traue ja so Mauscheleien immer nicht. Ne? Ich bin eine korrekte Maus. Ich halte mich an Regeln, ich halte mich an die Vorschriften, aber wenn sie mir das sagt, da kann ich natürlich auch nichts machen.
Danny ist gerade seine Runde laufen. Ich freue mich, dass wir uns nochmal sehen. Ist nämlich so ein bisschen schwierig, ne? Wenn man so 2 Wochen jetzt im Urlaub oder 1,5 Wochen im Urlaub war und ganz viel Zeit miteinander verbracht und dann auf einmal gar nicht, ich 3 Tage weg bin, ist ein bisschen schwierig, aber so haben wir wenigstens noch ein paar Stündchen mehr gemeinsam. Neue Runde, neues Glück. Ich bin am Flughafen angekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. War schön. Wieso konnten wir wirklich noch ein bisschen was essen? Ich habe noch ein paar Sachen erledigen können zu Hause, die ich heute leider nicht mehr geschafft habe. Manchmal gibt es ja auch Situationen, die muss man sich dann einfach schön reden. Ich habe natürlich die Hälfte jetzt vergessen zu Hause, weil ich natürlich alles nochmal ausgepackt habe irgendwie und egal. So, ich bin bereit. Den Tag in diesem, kennt ihr das? Das ist so geil, ne? Das ist so eine richtig coole Frau und die macht immer so TikToks und dann erst die erste Aufnahme ist immer so ein Busch oder eine Blume und dann läuft sie. Ich bin bereit, den Tag in diesem Outfit zu hoffen. Wie gefällt dir mein Outfit? Schreib's mir in die Kommentare und wünsche dir einen schönen Tag. Liebe sie. Liebe sie. Ich hoffe, ich sehe sie irgendwann mal. So, ich gehe jetzt rein, drück mir die Daumen, dass das jetzt alles klappt. Los geht's. Also, ich war... In einer halben Stunde war ich noch ganz optimistisch, aber mittlerweile ist schon wieder 1,5 Stunden Verspätung. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Ich hole mir jetzt was zu trinken und dann schauen wir einfach mal, wann wir ankommen heute, weil es geht ja morgen echt früh schon los. Und dann ist auch gar nicht so viel Zeit. How are you in Amsterdam? Yeah. But after when he's done, he's coming your way. So 15 minutes, 20 minutes, I will keep an eye on him. Okay. Because I don't know if he already dropped his client or he still has to drop okay, it and then okay. He comes over here. Okay. Perfect. So do you know how long it will take from here to the hotel? From Jakarta? Well, there's hardly any traffic now, so I think 20 minutes. Okay. Yeah? I hope he was even faster and the guy comes here any faster. Okay. Oh my god. Thank you. It's been what a long day. What a day. Wow. Sometimes, huh? Sometimes it is what it is. Yeah. When it rains, it pours. Yeah. Könnt ihr euch denken, dass der Tag ganz schön anstrengend war? Tag war scheiße. Sie ist auch mit dabei. Leute, also heute, wenn ich vor Stress nicht 20 Kilo heute abgenommen habe, dann weiß ich auch dann nicht. Machen wir das jetzt jede Woche? Ja, absolut. Pass auf, also, es ist ja nicht nur so gewesen, dass wir auf den 18.50 Flug umgebucht wurde, der übrigens auch fast 1,5 Stunden Verspätung hatte. Eigentlich sollten wir auf den 17.50 umgebucht worden sein, aber der wurde auch gecancelt. Also am Ende des Tages wären wir auch um 18.50 oder jetzt dann um 20 Uhr losgeflogen. Wir sind jetzt angekommen, aber wir sind an einem Finger, also da, wo man rausläuft aus dem Flugzeug oder reinläuft, der ist kaputt gewesen. Also musste eine Treppe organisiert werden. Das hat gedauert. Aber wenn alle gleichzeitig nach hinten laufen, dann kippt das Flugzeug um, haben sie gesagt. Das heißt, es durfte wirklich nur Reihe für Reihe für Reihe für Reihe für Reihe. Habe ich noch nie gehört. Aber scheinbar ist das möglich. Jetzt sitzen wir hier und warten auf unser Shuttle. Dauert auch nochmal 20 Minuten. Und dann 20 Minuten ins Hotel. Und dann ist es auch eigentlich schon 12. Wie viel ist das? Und morgen. Dann auch get unready with me. Ich drehe heute nicht mehr. Nee. Ich kann nicht mehr. Also, ich bin wirklich total geübt, was... Also, ich bin nicht geübt, lange wach zu bleiben, aber ich bin geübt, so stressige Reisen zu haben. Aber das war heute wirklich anstrengend, mit nach Hause fahren und zurück und Koffer rein, Koffer raus. Ich freue mich auf die Dusche. Oh, safe. Ja. Wir sehen uns im Hotel und eine Roomtour gibt's noch. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, man sieht mir meine Müdigkeit an. Aber ich muss euch das Zimmer einmal kurz zeigen. Das ist ja... Also ich war schon wirklich in einigen Hotels. Aber das ist mit eins der schönsten Zimmer, die ich jemals gesehen habe. So, so schön. Und hier haben wir auch eine kleine Überraschung. Ich zeige euch morgen alle Infos, die ihr haben müsst, aber das ist natürlich hier ein absoluter, absoluter Traum. Einen wunderschönen guten Morgen. Hoppala, wow. Das war eine ganz schreckliche Nacht. Also, eigentlich, ja doch. Ich habe so Magenkoliken gehabt, kennt ihr das? Ich habe so Bauchkrämpfe gehabt.
Ich weiß nicht, woran es lag. Ob es das Essen dann so spät abends noch war, kurz vorm Schlafen oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt bin ich wach, seit 2 Stündchen schon. Also es waren wenige Stunden Schlaf. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich habe mich jetzt einmal hier hingesetzt. Das ist nämlich richtig cool gemacht. Du hast hier wirklich so einen kleinen Space. Und kannst dich hier fertig machen. Ich dachte mir, das mache ich jetzt einfach mal mit euch ein bisschen. Heute ist der Tag richtig, richtig voll. Wir starten gleich um 8.30 Uhr. Um 8 Uhr werden wir abgeholt. Und dann geht es zum Frühstücken. Wir frühstücken heute nicht im Hotel, sondern wir frühstücken außerhalb in einem Pavillon, heißt das, glaube ich. Und dort werden wir ganz, ganz viel auch nochmal über die Marke lernen und einfach eine schöne Zeit verbringen und uns so ein bisschen kennenzulernen. Zübi und ich, wir sind hier gestern wirklich sehr, sehr spät dazugestoßen erst. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, alle dann dort auch einmal kennenzulernen. Und da freue ich mich dann natürlich einfach auch mit dabei zu sein. Danach geht es auf die Messe, wofür wir ja hier sind. Ne? Wir wollen ja auf die EADV, heißt das, gehen. Das ist ja diese Dermatologenmesse, um dort einfach nochmal ein bisschen genauer was zu lernen. Ne? Also so typisch auf diesen Brandtrips ist es ja immer, dass man die Marken kennenlernen, die Leute hinter den Marken und ein bisschen was über die Produkte. Hier ist der Fokus aber einfach viel, viel wissenschaftlicher. Denn das Video gehört nicht zu der Zusammenarbeit, aber ich glaube, es ist immer ganz gut, es dann nochmal zu erklären. Es geht ja um Aveeno und Aveeno launcht jetzt endlich in Europa. Endlich. Die Marke gibt es ja schon ganz, ganz lange. In Amerika ist er super beliebt, auch von vielen Hebammen empfohlen. Tatsache haben sie uns gestern schon erzählt. Und die kommt jetzt endlich nach Deutschland. Das ist eine Apothekenmarke. Die kommt in die Apotheke, aber die Produkte liegen bei 14 Euro ungefähr. Maximal. Das Serum kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Und das ist, ne, also glaubt niemals am Influencer, wenn er euch volle Produkte zeigt. Außer er sagt, das sind volle Produkte, damit sie hübsch aussehen. Almost done. Und werden wir dort dann noch so ein bisschen vertieft lernen, nehme ich an. Später geht es dann zurück zum Lunch auf irgendein anderes Schiff. Also wir sind viel auf Schiffen heute unterwegs. Ich bin irgendwie auch noch nicht ganz so zufrieden. Ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll, weil das ist kein Influencer-Trip. Ne? Also da kannst du dich nicht anziehen wie im Alltag, sondern da sind Ärzte. Da sind Leute aus der Pharma. Es ist ein bisschen schicker und wir wollen nicht auffallen. Deswegen muss ich gleich mal gucken, dass ich mich wieder wie mein Vorstadt-Date anziehe. Ich werde mich jetzt hier einmal schnell ein bisschen fertig machen. Dann zeige ich euch den fertigen Look, das fertige Outfit und dann geht's auch schon los. Okay, ich habe mich einmal angezogen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag. Ich habe die Schuhe, habe ich irgendwann mal 5 Euro bei einem Ausverkauf von Leiser gekauft. Den Pulli habe ich irgendwann mal zu Weihnachten bekommen. Hose C&A oder Jack and Jones. Und es bleibt aber unser kleines Geheimnis. Das ist sehr hell, ne? Das hier ist nur so ein kleines Fakerchen. Das geht nämlich nur bis hier. Dann ist es nicht zu warm, weil der Pulli ist eh schon so warm. Und ich glaube, dann wird es einfach zu viel. Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Pulli, weil der ist schon süß. Das ist schon ein süßer Pulli. Ich weiß aber nicht, ob ich heute süß aussehen möchte oder ob ich aussehen möchte wie ein Arzt. So Bauchschmerzen auch, das ist unglaublich. Das ist wahrscheinlich die Anspannung. Ich habe noch einen anderen Pulli, aber ich glaube, das ist mir zu, der ist mir zu groß, der ist mir zu viel. Ich glaube, ich lasse es einfach an. Ich hätte auch Sneaker anziehen können, aber das ist mir dann ein bisschen zu sportlich wieder. Ich glaube, mit dem Trenchcoat, den habe ich mir mal vor Jahren. Das ist alles, ich habe Klamotten wirklich jahrelang. Ich gehe selten online einkaufen heutzutage. Bei Sandro gekauft. Ich liebe den. Der sitzt so, so schön und ich finde, der passt auch gut zu dem Look. Ich probiere immer, wenn ich den Pulli anhabe, das Outfit von ihmchen hier. Ich habe auch den Pulli, den er anhat, habe ich auch anzupassen. Tasche. Kennt ihr schon, Vintage Hermes, aber ich habe einen richtigen Schnapper damals gemacht, weil das ist ja so eine Tasche, die kannst du auseinanderbauen und zusammenstecken wieder. Und die Lederteile waren so zerstört, dass ich wirklich, also es ist eigentlich schon fast
frech gewesen wäre, wenn ich nicht dafür bezahlt habe, aber habe ich gemacht. Und dann bin ich einfach zu einer Lederfacharbeiterin gegangen bei uns in der Nähe und die hat mir mit der Vorlage dieser Originallederteile einfach neue gemacht, in verschiedenen Farben, sodass ich die austauschen kann. Kannst du als Rucksack tragen, liebe ich sehr. Ich habe mir noch das Tablett von gestern Abend. Ich habe mir jetzt eben nochmal schnell ein Käffchen gemacht. Ist schon schön hier. Ist schon wirklich schön. Ich hoffe, dass wir heute, also ich weiß, dass wir heute einen ganz, ganz schönen Tag haben werden. Morgen ist es so ein bisschen, da bin ich sehr gespannt, wie das wird, denn eigentlich hieß es, dass wir erst ab 18 Uhr uns nach Rückflügen umschauen können, weil das Programm so lange geht. Jetzt geht das Programm aber nur noch bis, ich glaube, bis 3 oder so. Mein Flieger geht aber erst um 10 abends. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit in Amsterdam. Ich bin gespannt, was ich machen werde. Eine Sache wollte ich euch noch sagen. Ich bin ja eigentlich eine Günstmaus. Ich bin ja wirklich eigentlich eine Günstmaus, aber es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht auch mal ein bisschen was Hochpreisigeres hier sehen. Und ich habe zwei Düfte. Passt auf. Ich habe neulich ein Video gesehen von irgendeiner Creatorin auf TikTok. Und sie hat gesagt, dass, also sie war taub und sie hat übersetzt oder gesagt, was jemand anderes mit Taylor Swift besprochen hat auf den VMAs oder so. Und sie wurde angeblich gefragt, ne, angeblich, welches Parfum sie trägt. Und sie hat gesagt, sie trägt Tom Ford Central Blush. So, und ich bin ja immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Tom Ford Düften, weil ich, manche sind wirklich toll, manche sind wirklich, wirklich gut. Einige halten einfach nicht. Also zum Beispiel Lost Cherry trage ich am liebsten von Larisée. Ich finde die aber schön, ich habe auch einige zu Hause, aber so bei manchen, die ich im Alltag trage, nehme ich die günstigen Versionen. Jetzt habe ich mir das gekauft, es riecht wirklich gut, es riecht sehr maskulin, wie ich finde, also schon sehr holzig. Es wurde eher so ein bisschen beschrieben als Zimtparfum und Sandelholz, ist ja genau meins. Ne? Solange ich rieche wie eine Holzhütte bei meinem Opa, ist mir alles lieb, mag ich sehr gerne und ein bisschen Blume kommt durch, aber ich habe jetzt das doch nochmal für mich entdeckt, das ist das Vanilla. Ne? So, und die Kombination, da riechst du wie ein geräuchertes Vanillekipferl in Milch. Da bin ich dabei. Ich liebe den Vibe hier gerade auch. Das sieht so, so schön aus. Nein, könnt ihr jetzt auch mit euch hier so eine kleine Therapiestunde machen. Es wird jetzt endlich hell. Ich habe schon echt eine Menge gedreht heute, weil ich einfach probieren wollte, heute Vormittag, heute Morgen, so viel es geht, zu erledigen. Mal gucken, wie weit wir kommen heute. Ich warte jetzt, dass es losgeht und dann freue ich mich aufs Frühstück. Die Location ist unglaublich schön. Many countries around the world. I've been away from the Netherlands for 25 years, but it's extra special for me to be back and hosting this and all of you here today, Margaret. So very, very excited about that. Love to take you on the journey today. We also have a very big brand called Neutrogena, also very science-backed. Wow. I'm sorry. Ich konnte mich zwischendurch dann nicht mehr melden. Einfach so viel. Erstmal, wie schön waren die Locations, bitte? Die Messe, ihr habt es eben ein bisschen gesehen. Ich probiere dann, also ich habe euch dann erst ein bisschen was drüber erzählt. Aber über eine Sache wollte ich noch mit euch reden. Wir waren ja dort in diesem Pavillon. Und dort war ein Special Guest. Zoe hieß sie. Zoe kommt aus Irland. Und Zoe ist 2018 mit ihrem Mann in den Waldbrand in Griechenland geraten und hat dort am ganzen Körper Verbrennungen dritten Grades erlitten. Ihr Mann hat sie dort auch verloren. Und sie hat so ein bisschen ihren Weg erzählt von diesem Ereignis und bis jetzt. Und wie sie diese ganzen Operationen überstanden hat und wie sie diese ganze Situation überlebt hat.
Und was ich so, also erstmal, es war super berührend. Ich erspare euch hier Details. Ich wollte mir das Buch noch bestellen von ihr. Wir saßen mit ihr vorhin auch am Tisch und sie ist einfach so eine inspirierende Person gewesen. Ich verlinke euch das Buch unten mal. Das heißt As the Smoke Clears. Gibt es leider nur auf Englisch, aber das kriege ich hin. Gibt es auch als Hörbuch. Am 23. Juli 2018. Wahnsinn, das ist noch gar nicht so lange her. So berührend. Und sie hat so ein bisschen über ihren Leidensweg und über ihren Heilungsprozess erzählt. Und was ich so schön fand, ist, ich habe schon oft mitbekommen, dass Brands Testimonials haben, die sie anschreiben. Aber hier war es ein bisschen anders. Zoes Krankenschwester hat probiert, ihren Juckreiz zu lindern. Wenn du solche Verbrennungen hast und Transplantationen hast, dann ist es natürlich einfach unglaublich schmerzhaft und anstrengend. Und die Tochter von Zoes Krankenschwester, ich hoffe, ich gebe das alles richtig wieder, hatte ein Ekzem als Baby und sie hat eine Creme benutzt, diese hier. Und Zoe hat die Krankenschwester so einfach mal mitgebracht und das war das einzige Produkt, was ihr geholfen hat. Und seitdem, seit 6 Jahren, badet sie wirklich täglich in dieser Creme, um ihre Haut zu heilen. Und es ist so krass gewesen, weil ich habe sie gesehen, sie war auf dem Event und ich wusste erst nicht, wer sie war. Und ich hätte sie die Geschichte nicht erzählt, hätte ich gedacht, okay, wunderschöne Frau. Aber ich hätte das Ausmaß ihrer Geschichte nicht gesehen, weil ihre Haut so wahnsinnig krass verheilt war. Und also klar, du hast es gesehen, aber es sah gut geheilt aus. Und das sagt Zoe zumindest, hat sie dieser Creme zu verdanken und diesen Serien. Fand ich eine sehr berührende Geschichte. Hat natürlich erstmal so einen richtigen Dämpfer. Ne? Du gehst da morgens total motiviert hin und dann, boah, so eine krasse Geschichte. War schwer, aber super inspirierend. Und wir sind dann zum Essen gegangen nach dem Kongress. Und da saß du noch mit Zoe am Tisch und wir konnten ganz, ganz viel darüber auch nochmal reden. Nochmal so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Es war wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich finde es so schön, so Gespräche mit Menschen zu haben, die was erlebt haben im Leben. Es muss ja nicht immer so was Traumatisches und Dramatisches sein, aber sie hatte einfach so eine ganz liebevolle und aufmunternde Art. Ich habe mich jetzt einmal umgezogen. Ich habe eben, ihr könnt es nicht glauben, und die Nacht war ja sehr kurz für mich. Und ich habe eben mich hingelegt. In echt eine halbe Stunde sofort, zack, geschlafen. Jetzt geht's mir gut. Wir werden jetzt gleich schon wieder abgeholt. Wir fahren nämlich jetzt auf eine kleine Bootstour. Werde ich eigentlich scharf? Auf eine kleine Bootstour, Dinner und Cocktails. Klingt noch mehr. Mein Outfit, ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Vielleicht schon, ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Ich habe ja früher, bevor ich das gemacht habe, habe ich bei Outfittery gearbeitet. Das war ja dieser Dienstleister, wo du Outfits zusammengestellt bekommst von Stylisten und ich war einer dieser Stylisten. Und ich habe damals sehr, sehr gerne Armed Angels verschickt. Eine ganz, ganz tolle Marke, die war damals noch super neu. Und ich habe ein paar Sachen von denen. Love it. Das ist mein Favorite im Moment. Diese Hose gehe ich in einem anderen Video mit rein. Aber falls ihr Männer oder Jungs zu Hause habt, diese Hose ist so bequem. Ich liebe die Farbe. Der Pulli ist auch von Armed Angels. Schuhe. Tasche habe ich, muss ich gleich noch umpacken. Und dann schauen wir mal, wie der Abend wird. Ich habe mich einmal noch mal komplett neu geschminkt. Das Make-up war einfach nach dem langen Tag nicht mehr ganz so haltbar. Sieht alles wieder gut aus. For these few days at the EADV. So just wanted to start with recapping today, which I thought was fantastic. So a huge thanks to my colleagues at Kenview. A big thanks to you as well. Your great influencer lunch after you saw the booth for the first time and it was unveiled, and hopefully you got the time to see our booth in full force and the masses of people there. I did hear there were... Morgen. Hello. Oh, Sekunde.
setze mich mal kurz. Ich habe zwar dasselbe Oberteil von gestern wieder an, aber das hatte ich ja gestern noch Abend an. Aber es ist schon der nächste Tag. Folgendes hat sich zugetragen. Ich habe jetzt eben noch ein bisschen gearbeitet. Ich hatte ja einen kleinen Laptop mit, das sich einfach, hat sich gelohnt, hier noch schnell, falls ich Zeit habe, ein bisschen was machen kann. Hatte ich auch, denn heute Morgen habe mir einen Wecker um 6 gestellt und ich war noch nicht wach. Und dann habe ich, das mache ich eigentlich nie, weil ich immer Angst habe, dass ich dann verschlafe, habe ich noch mal eine halbe Stunde mich aufs Ohr gelegt und dann bin ich wach geworden. Gott sei Dank, 5 Minuten nachdem ich wach geworden bin, ging der Feueralarm im Haus hier los. Laut. Hier oben ist so ein, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da ist so ein Lautsprecher. Feueralarm, Meldung, bitte verlassen Sie sofort das Hotel, bitte lassen Sie alles liegen, bitte nehmen Sie nicht die Aufzüge. Laut, laut. Und ich stand Gott sei Dank schon, hatte nichts an, hab mir schnell was angezogen und hab dann rausgeguckt und dann, als ich dann das Zimmer verlassen wollte, kam dann die Durchsage, Fehlalarm. Aber stellt euch vor, ich hätte im Tiefschlaf den Feueralarm gehört, mein Tag wäre gelaufen gewesen. Weil wenn du so schreckhaft aufwachst, so viel Adrenalin, so früh und danach fällt es einfach ab. Alles gut gegangen. Und dann habe ich jetzt eben noch ein bisschen gearbeitet und gepackt und habe mit meiner Mama gesprochen. Und sie hat gesagt, was sie heute macht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich komme heute Abend sehr spät zurück. Und dann hat sie gefragt, warum. Und dann hat sie, meine Mutter ist ja die Schnäppchenmaus schlechthin, ne? Habe ich ja schon gesagt. Und dann hat sie wirklich einen Schnapperflug für mich gefunden. Mein Flug wäre eigentlich um 10 abends gegangen. Und jetzt geht mein Flug um 6. Ich habe einen anderen Flug, fliege jetzt über Kopenhagen. Ist okay. Habe dort eine Stunde Aufenthalt, ist also ein bisschen Luft. Und dann geht es von Kopenhagen nach Berlin. Das spart mir einfach 4 Stunden. 4 Stunden heute Abend. Und das ist einfach super wichtig. Heißt, ich kann früher kommen. Und selbst wenn der Flug Verspätung haben sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit, mit dem anderen zu fliegen. Also ich habe so ein bisschen, kann ein bisschen pokern. Hoffe, dass das alles klappt. Finde ich gut. Und ich schlafe lieber in der Nacht in Kopenhagen, falls der Flug gecancelt wird oder irgendwas schief geht, als Nachtflug verboten, dann nach Leipzig und dann morgen mit der Bahn von Leipzig nach Berlin und dann vom Hauptbahnhof zu uns nach Brandenburg wieder raus. Ja, das ist mir alles nichts. Ich mache mich jetzt fertig, gehe jetzt noch einmal schnell durch den Koffer, durch die Tasche, ob alles gut ist. Und dann geht's auch schon los. Wir starten nämlich jetzt mit einer Sightseeing-Tour. Vorhin hat es so doll geregnet und jetzt strahlt auf einmal die Sonne. Also perfekt, um ein bisschen Kopenhagen, würde ich schon sagen, Amsterdam zu erkunden. Dann geht's nochmal auf die Messe. Wir haben dort nochmal ein bisschen Programm, Lunch und dann zum Flughafen. Es war ein super, super schöner Trip, muss ich sagen, aber anstrengend. Gerade wenn man so aus so einer Urlaubszeit rauskommt und dann direkt weiter und dann auch mit so vollem Programm, das ist natürlich schon immer anstrengend. Und klar, ich schlafe ganz gut in Hotels, ich habe kein Problem damit, aber am besten schläft man immer zu Hause, oder? Und vor allem, wenn der nie dabei ist. Das ist so krass, weil ich das ja einfach nicht mehr gewohnt bin, alleine zu schlafen. Und es fehlt dann jemand daneben. Kennt ihr das Gefühl? Deswegen freue ich mich, wenn ich den heute Abend wieder habe. Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Hause. Das glaubt mir einfach keiner. Das glaubt mir einfach keiner, was da los war. Die letzte Sequenz, die ihr gesehen habt, war im Boot. Und dann ging alles recht schnell. Wir waren noch super lecker essen und so ein Michelin-Restaurant. Wirklich, wirklich gut. Aber aufgrund der Umbuchung musste ich ja früher los. Und ich bin dann mit Maria zum Flughafen gefahren und wir steigen aus diesem Taxi aus
Und es, ich habe noch nie so einen Regen erlebt. Noch nie. Ich war klitschnass und wir mussten vielleicht 20 Meter laufen. Also wirklich Platzregen. Alles war nass. Komplett. Bis zur Unterbox. Alles nass. Egal. Ich habe mich ein bisschen trocken gemacht. Ich hatte ja auch noch ein paar Wechselklamotten bei. Habe mich einfach ein bisschen... Ich hatte auch keine Zeit mehr, ne? Wait for it. Und habe dann den Koffer abgeben wollen. Und da wir auf der Messe so viele Sachen bekommen haben, beziehungsweise ne, waren ja so ein paar Produkte, die wir mitnehmen konnten, hatte mein Koffer einfach 27 Kilo. Also viel zu viel. Und dann dachte ich mir, ärgerlich, aber... Die Sachen, die ich jetzt hier in dem Koffer extra habe, da war ja auch noch mein Laptop mit drin und die ganzen, also teilweise wirklich 1,5 Liter Duschgele, ist zwar schade drum, aber ich brauche es nicht. Also habe ich sie neben die Mülltonne draußen gestellt am Flughafen, dass ich die jemand mitnehmen kann, wenn er möchte, und bin wieder hingegangen. Das ist jetzt dieses Selbstbedienungsteil, wo man die Koffer abgibt. 23,7. 700 Gramm zu viel. Hat die Maschine natürlich auch nicht akzeptiert, weil die Maschine sagt entweder nur ja oder nein und nicht, drücken wir mal ein Auge zu. Ich schaue wieder raus und dachte mir dann, habe ich jetzt gar keinen Bock, bin dann zum Schalter und die war dann so kulant und hat gesagt, komm, 700 Gramm ist okay, kannst du machen. Ich den Koffer dann tausendmal ein- und ausgepackt wieder, abgegeben, bin zur Sicherheitskontrolle, wirklich, habe mich echt beeilt. Habe ich dann mit Maria noch mal kurz in die Lounge gesetzt. Schiphol ist ja ein riesengroßer Flughafen. Und ich habe es auch ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Von dem einen Terminal zum anderen habe ich gefühlt 20 Minuten gebraucht, weil ich mich auch erstmal so ein bisschen... Ich musste schauen, wo es lang geht. So, dann sitze ich am Gate und ich habe auf die Uhr geschaut und dachte mir, okay. Es wird jetzt immer später und ich hatte ja nur diese 40, 45 Minuten Umsteigzeit in Kopenhagen. Es wurde immer später und immer später. Und dann habe ich meinen Computer rausgeholt, habe geschaut, wo ist der Flieger. Der war auch schon im Anflug, aber es dauert ja dann immer ein bisschen. Und dann wurde ich schon so ein bisschen nervös. Abflug war 17.40 Uhr und um 17.45 Uhr war der Flieger aber noch nicht da. Ich so, nein, das kann nicht wahr sein, ey. Dann habe ich mir kurz überlegt, naja gut, der Koffer kommt nach Berlin, zwar mit, der Koffer ist dann halt, weg, aber ich könnte notfalls immer noch mit dem EasyJet-Flug fliegen, falls der jetzt der eine Flug so viel Verspätung hat, dann kann ich ja Bescheid sagen, dass ich da nicht mitfliege, dann können sie den Koffer einfach hinterher schicken und fliege mit EasyJet. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich bleibe lieber eine Nacht in Kopenhagen als in Amsterdam oder in Leipzig notfalls, ne? Wenn der EasyJet-Flug Verspätung hätte, hätte ich nicht so eine Lust gehabt. Bin ich also in den Flieger gestiegen und kurz vor der Landung, und da wusste ich schon, das wird nichts mehr, weil wir einfach, also Boarding für den anderen Flug war um 19.10 Uhr und um 19.10 Uhr sind wir aber noch geflogen. Und da dachte ich schon, okay, na gut, Flug verpasst, nicht so schlimm. Aber dann habe ich gehört, dass dieselbe Maschine, in der ich sitze, mit derselben Crew, der Flieger ist, der auch von Kopenhagen nach Berlin geht. Und dann war alles entspannt, weil ich kann einen Flug nicht verpassen, in dem ich sitze, der zu spät ist. Also war alles okay. Ich kurz raus, wir mussten raus, wieder rein. Sitze da, ich habe mich so zu Hause gefreut und dann kommt eine SMS. Es tut uns leid, Ihr EasyJet-Flug nach Berlin wurde gecancelt. Als hätte ich es geahnt. Ich hätte 6 Stunden am Flughafen in Amsterdam gehockt, ohne was zu tun, um dann nicht nach Hause zu kommen, um wieder zurück in die Stadt zu müssen, um am nächsten Morgen vielleicht nochmal zu fliegen, aber EasyJet bucht ja dann automatisch um. Die Flüge waren aber ausgebucht. Der nächste mögliche Flug mit EasyJet wäre am Sonntag gewesen. Und da bin ich ehrlich mit euch, haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Das heißt, ich habe nicht nur 4 Stunden gewonnen, ich habe sogar 12 bis 48 Stunden gewonnen. Wir haben sogar noch Gewinn gemacht, weil der EasyJet-Flug war teurer als der von SAS. Also, alles richtig gemacht. Jetzt habe ich den Vlog einmal schon ein bisschen geschnitten. Gleich kommt unser Gartenfreund, einfach nochmal so ein bisschen Herbstready machen, war jetzt hier 3 Wochen lang Chaos oder eigentlich nichts mehr durch den Urlaub und ich hoffe, ihr hattet viel, viel Freude bei diesem Vlog. Wir sehen uns hier am Montag schon wieder und ich freue mich auf den Content im Oktober. Da geht dann alles wieder ganz normal weiter und es müssen nicht so vorgedrehte random Videos sein, sondern wir machen ganz normal weiter wie bisher. Ihr süßen Mäuse, lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da und sendet doch den Vlog auch gerne jemandem, wo ihr denkt, hey, die Person würde vielleicht diese Vlogs auch mögen. Da würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein wunderschönes
Restwochenende. Bis morgen.